Herr, du hast mit allen Erbarmen und siehst über die Sünden der Menschen hinweg, damit sie sich bekehren. Du liebst alles, was ist, Herr, du Freund des Lebens. Diesem wunderschönen Wort aus dem Buch der Weisheit gibt Jesus im heutigen Evangelium eine ganz konkrete Gestalt. Er begegnet in Jericho dem obersten Zollpächter Zachäus. Als selbstständiger Zollpächter hat er eine feste Summe an die römische Verwaltung abzuliefern. Je mehr er also selbst von den Leuten verlangt, desto höher war sein Gewinn. Und er war sehr reich, heißt es im Evangelium. Er hatte die Möglichkeit abzusahnen und hat es auch getan. Das hat Konsequenzen. Die Leute scheuen und verachten ihn. Sie sind wohl auch neidisch auf sein Geld. Sie meiden ihn und grenzen ihn aus, den Sünder. Zachäus ist kein glücklicher Mensch. Und das ist wohl auch sein Beweggrund, Jesus nahe zu kommen, ihn zu suchen. Zachäus sehnt sich nach Anerkennung, nach Zuneigung, nach Gemeinschaft, nach Liebe, wie jeder Mensch. Doch keiner ist bereit, ihm das zu schenken, bis auf Jesus. Jesus tut etwas, womit niemand gerechnet hatte. Er lädt sich bei Zachäus ein. Für die Herumstehenden eine Provokation. Ausgerechnet bei diesem Halunken kehrt er ein. Das darf doch nicht wahr sein, schimpfen sie. Zachäus freut sich ungemein darüber. Mit dieser Geste der Wertschätzung, ja der Zuneigung, der Liebe hat er nicht gerechnet. Das Zugehen Jesu auf ihn löst bei Zachäus seinen Veränderungsprozess aus. Er traut sich auf einmal zu seiner Schuld zu stehen. Er will umkehren. Durch die Gemeinschaft mit Jesus bekommt er die Kraft und den Mut, wieder auf die Leute zuzugehen und Wiedergutmachung zu leisten. Und wenn die anderen ihm die Chance dazu geben, dann kann Zachäus auch wieder ein akzeptierter Teil der Gemeinschaft werden. Jesus hat den Verlorenen heimgeholt und ihm und seinem Haus das Heil geschenkt. Und wo ist nun unser Platz in der Geschichte? Geht es uns wie Zachäus, weil wir mit mehr oder weniger großen Schuldanteilen draußen stehen? Gehören wir zu denen, die andere in Schubladen gesteckt und sie damit ein für alle Mal abgeschrieben haben? Bemühen wir uns, wie Jesus, Brücken zu bauen? Haben wir die Größe, auch schuldig gewordenen Menschen Barmherzigkeit entgegenzubringen und ihnen so einen Raum zu öffnen, ohne Gesichtsverlust zu eigenem Versagen zu stehen und ihnen die Chance zu einem Neuanfang zu geben? Sind wir bereit, angebotene Wiedergutmachung anzunehmen? Zachäus ist ein Beispiel für das, was möglich ist, wenn Barmherzigkeit und Liebe gelebt werden. Gott ist ein Freund des Lebens. Sind wir es auch? Musik